Hey Leute, willkommen. Ich möchte euch gern mal Vindictus vorstellen. Jetzt sieht man gerade wunderschön die Raureifeln, die zweite Inni, die man laufen kann in Vindictus, wenn man anfängt. Ich möchte euch heute, wie gesagt, wie ihr hier seht, den Char Delia vorstellen, der heute sogar erst rauskam. Also quasi, ich spiele ihn selber noch nicht lange. Was man zu Delia am Anfang sagen muss, ist halt, sie ist halt wirklich ein starker Charakter. Sie drückt wirklich guten Damage. Der einzige Nachteil ist, es ist halt ein Dungeon Slay Charakter, das heißt, man ist quasi, ich führe es einfach mal vor, wenn man hier jetzt eine Combo durchführt, zieht sie ihr Schwert wieder weg und man ist quasi gehindert am Laufen. Das heißt, man sieht das Ganze, wir testen jetzt erstmal hier gleich an Mobs, beziehungsweise mal gucken, wenn gleich die Filmsequenz kommt. Also, man zieht sich quasi die Mobs durch und nimmt einen Dodge danach, weil dann kann man gleich direkt weiter angreifen und ist so nicht gehindert. Das ist erstmal die Filmsequenz vom Teddy. Müssen wir hier erstmal kurz chillen. Ich kann hier noch ein bisschen vernichten. Vielleicht droppe ich ein magisches Pulver. Mal gucken. Müssen wir erstmal chillen. Der Teddy ist noch ein bisschen mad. Ah, er war auch ein bisschen groß. So, das ist quasi Dodge and Slay Charakter, wie ihr schon gesehen habt. Wenn man nicht dodgt, ist man recht bewegungsgehindert. Was später auch akuten Nachteil haben kann, wenn man denn auf die größeren Bosse geht. Größeren Bosse, verzeiht mir. Aber an sich. Oh, Pyroseelenrelikt, schade. Hätte magisches Pulver sein können. Glatsches. Genau so ein Dreck. Ja, an sich, was ist noch über Dulaia zu sagen? Wie man es ja schon oben sieht, der grüne Balken, der sich gerade füllt. Sie ist recht ausdauerlastig. Das Ganze macht sie aber wiederum wett mit diversen Skills, wie zum Beispiel, wo haben wir hier Sternenteiler. Wenn man es liest jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel bei erfolgreichem Treffer, also Angriff hier genannt, wird Ausdauer wiederhergestellt, was natürlich von Vorteil ist, da sie wirklich krass ausdauerlastig ist. Wie man bei mir auch sieht, habe ich auch schon einiges geskillt. Kritischer Treffer, Kampf, Meisterschaft der Ausdauer, was meine Ausdauer erhöht. Und die Schlachtatmung, was die Regeneration erhöht. Mein Vorteil ist halt, ich bin halt in der Gilde, in meiner eigenen, versteht sich, in der Hinsicht. Ja, was gibt's sonst noch so zu sagen zu Delia, beziehungsweise zur Gilde? Das Ding ist mit der Gilde, sobald eine Gilde Level Up geht, gibt ein Gilden Level Up Geschenk, welches AP-Kapseln, also hier quasi Skillpunkte, beinhaltet. Na, ich kann momentan nichts spielen, ich bin leider noch nicht hoch genug. Aber normalerweise braucht man im Durchschnitt 30 AP bis, beziehungsweise, nee, können wir jetzt auch nicht machen, ich bin ja hier, seht das, AP 120 benötige ich, um auf Rang E zu kommen. Manche Skills gehen bis auf Rang 3, das heißt FE, DC, BA, dann kommt 8, 9, 7, 6, bla 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 bis 3 runter. Und so läuft halt hier das Skill-Up-System. Für alle, die Vindictus nicht kennen sollten. Im Groben und Ganzen habe ich halt, wie gesagt, diesen Gildenvorteil mit diesen AP gehabt, was jetzt meine Ausdauerregeneration natürlich akut erhöht. Das mag ich Pulver. Kommt das auch mal wieder? Oder muss ich das jetzt sammeln gehen? Ah, das liegt bestimmt irgendwo hinten. Wie gesagt, durch das Gilden-Level-Up-System habe ich halt jetzt mehr Ausdauer und allem drum und dran. Oh, wo liegt denn das, Alter? Junge. Das macht jetzt halt mein Vorteil. Für alle anderen, die anfangen, ja, empfehle ich euch, spart euch eure AP auf. Was es sonst noch so zu Delia zu sagen gibt, sie ist halt recht langsam vom Attack Speed her, wie man es ja schon sieht. Da gibt es wesentlich schnellere Charaktere, wie zum Beispiel eine Lin, eine Vella, einen Lan. Das sind halt so, sage ich mal, wirklich schnelle Charaktere, die aber halt auch relativ kleinere bzw. leichtere Waffen tragen als jetzt das Bastardsword von einer Delia. Ja, ansonsten denke ich mal, guckt's euch an. Das ist jetzt hier halt Delia, heute frisch erschienen. Ansonsten wäre noch ganz cool, so Kommentar auf jeden Fall. Was haltet ihr davon? Alles drum und dran. Habt ihr noch Ideen? Wollt ihr mehr über Vindictus wissen? Oder habt ihr eventuell andere Charts, die ich euch vorstellen soll? Etc. Gibt mir einfach Feedback. Abo wäre ganz cool. Ansonsten enjoy Gameplay and have fun.
Ach ja, noch ein kleines Kommentar zur Anmerkung. Warum ich hier jetzt das komplette Interieur von dieser Ebene hier zerschmettere, ist halt aus diesen Sachen, wie ihr vorhin schon gesehen habt, magisches Pulver zum Beispiel, Glakis-Seelenrelikt, Pyro-Seelenrelikt, kann alles rauskommen, magisches Pulver, könnt ihr ja mal sehen. 20.000 ist nicht gerade wenig, wie ihr seht, ich habe gerade mal 6.650, das mit Level 14. Kann man am Marktplatz verkaufen? Also an sich geht hier das Handeln oder das Kaufen von EQ grundlegend über Marktplatz, das heißt von User to User. Auch ein ganz geiles System. Finde ich persönlich sogar ganz geil. Man kann auch natürlich seine Sachen selber schmieden, wenn man möchte. Benötigt halt Rohstoffe, die man sich auch entweder erfarmen kann, alles drum und dran. Ja, für alle, die jetzt nicht über Vindictus wissen, lasst mir Feedback da. Mache ich euch noch ein kleines Vindictus-Video, um euch mal Vindictus selber zu erklären. Von Schmieden, das hat man nicht gesehen. Und alles drum und dran. Ja, wie gesagt, also das Ende ist halt ein Screenplay. Könnt ihr euch Screenshots rausziehen, welche euch gefällt. Wie gesagt, Kommentar, Abonnement, finde ich echt geil. Daumen hoch natürlich. Und damit verabschiede ich mich.